Ja, wir gehen wieder miteinander Daily Kochquest machen für Kakaobohnen, weil, wie man sehen kann, habe ich keine einzige Kakaobohne mehr. Sie verkaufen sich sehr, sehr gut im Auktionshaus. Mein Twink hat, einer meiner anderen Twinks hat vorhin hier schon ein so ein Säckchen reingelegt. Das nehmen wir gleich mal raus und ich zeige es euch kurz. Also diese importierten Waren, das ist, was wir haben wollen. Da steht schon dabei, enthält sehr viele Kakaobohnen und wir machen es einmal auf und dann ploppen hier 40 Kakaobohnen raus. 40 ungefähr sind in jedem Säckchen drin und das können wir uns holen gegen Feinschmeckerpreise, die wir eben von der Daily Kochquest bekommen. Ich zeige es euch einmal noch kurz im TSM. Einnahmen mit Kakaobohnen. Hier haben wir die, ja. Also wie ihr seht, man kann ganz gut nebenbei so ein bisschen Gold machen, verkaufen sich ganz gut. Ich verkaufe eigentlich fast täglich ein paar und deswegen, weil ich nicht mehr so viele habe, machen wir jetzt wieder eine Daily Kochquest in Unterstadt. Ich stehe schon hier beim Kochkunstlehrerin Eunice Birch heißt die. Die steht in Unterstadt am innersten Ring, da wo die Bank auch ist, unten drunter auf der Zwischenebene bei 62, 44 ungefähr. Und die hat heute für uns die Quest leckere Lilien. Das nehmen wir natürlich an. Wir bekommen Gold, Erfahrung, Kochkunst, Punkte und einen Feinschmeckerpreis. Hier sind immer die Belohnungen ein bisschen unterschiedlich. Manchmal bekommt man zwei Preise, manchmal nur ein und hier auch manchmal ein oder zwei Punkte. Das nehmen wir an. Ah ja, was ist das Questziel? 10 Stillwasserlilien besorgen und hier wieder abgeben. Wir nehmen an und dann seht ihr auch gleich, wo es die gibt, nämlich nicht hier in Unterstadt. Dazu müssen wir jetzt ein bisschen raus aus Unterstadt. Hier in Tiresfall zwischen dem Karlsten Anwesen und dem verlassenen Anwesen, da ist es so ein Tümpel und da gibt es diese Lilien. Das ist eine Sammelquest und kann man ganz schnell erledigen. Ja, wir gehen einmal raus aus Unterstadt. Dazu benutze ich hier den Aufzug, der ist hier auf der obersten Ebene im inneren Ring, da immer wo diese Wachen stehen. Ja, es gibt mehrere. Gehen einmal in den Aufzug rein, fahren nach oben. Man könnte jetzt auch über die Kanalisation rausgehen, die ist hier. Ja, über die Abwasserkanäle kann man auch machen. Also gibt verschiedene Möglichkeiten, aus Unterstadt rauszukommen. So, jetzt müssen wir hier den richtigen Ausgang finden. Hier geht es überall wieder runter zum Aufzug, hier kommen wir raus. So, da gehen wir einmal raus. Sind wir schon hier? Können wir hier schon fliegen? Nein, noch nicht. Da, noch ein Stückchen nach vorne. So, jetzt können wir einmal hochfliegen schon und haben eine tolle Sicht über die Ruinen von Lord Daeron. Und dann fliegen wir einmal schnell darüber. Ja, also es ist auch überhaupt nicht viel Aufwand. Geht ganz schnell diese Quest. Auch immer ein bisschen aus Unterstadt raus müssen, ist kein Thema. Sind wir schon gleich da? Hier ist jetzt dieser Tümpel und da am Rand entlang wachsen diese Linien. Ihr seht die hier schon und die sammeln wir einfach nur ein. Ja, ist eine reine Sammelquest. Müssen wir nichts anderes machen, einfach nur entlang laufen und 10 Stück einsammeln. Und dann einfach nur wieder. Jetzt habe ich eine ausgelassen. Egal, es sind ja hier genug. Also, einfach alles einsammeln und dann wieder abgeben. Ah ja, hier ziehe ich Aggro. Oh je, ich habe hier überhaupt gar keinen Plan mit dem Jäger, aber naja, ein Schuss und down passt schon. Kenne mich hier nicht so aus mit dem seiner Rota, weil das ist wirklich nur ein Twink, der einzig und allein abgestellt ist auf Goldfarmen, ja. Meistens ja, Auktion, vorm Auktionshaus rumstehen. So, das war's schon. Wir haben 10 Lilien und dann fliegen wir direkt wieder zurück. Hier zeigt es uns jetzt auch an, wir können schon abgeben die Quest. Gehen wieder nach Unterstadt rein und zurück zu Eunice Birch, heißt sie, glaube ich. Kochkunstlehrerin, geben abholen und einen Feinschmeckerpreis. Was ist denn hier los? Warum rennt denn der so? Und holen uns für den Feinschmeckerpreis gleich wieder Kakaobohnen. So, jetzt lass mal sehen, jetzt bin ich irgendwie durcheinander. Wo ging es denn jetzt rein? Ei, ei, ei.
Jetzt habe ich mich hier ablenken lassen. Hier geht's rein. Das ist schon zu weit, oder? Nee. Da. Da sind wir, ja. Hier, wo das Feuer brennt, das große. Da müssen wir rein. Also hier können wir einmal oben drüber fliegen auch. Und dann da wieder runter. So, und einmal nach unten in Richtung Aufzug. Immer schön nach unten. Hier sind die Wachen, hier ist auch der Aufzug. Diese Wachen erinnern mich immer an Patchwork aus Naxxramas, solche auch. Der allercoolste Boss für Destruwelz. Man kann permanent stehen bleiben und nur casten. Ein Traum, sage ich euch. Was man da für ein Damage machen kann. Echt der absolute Hammer. Also mein Main, ja, mein Main ist Destruwelz. So, hier sind wir schon wieder. Wir gehen hier zum Koch. Ne, zum. Habe ich was vergessen? Ach nee, ich bin auf der falschen Seite. Ich bin auf der Seite von Wappenrock. Hier sind wir auf der richtigen Seite. So, mich schon gewundert. Da geben wir jetzt einfach wieder ab und bekommen hier unsere Belohnung. Wunderbar. Und jetzt gehen wir hier rüber. Kochbedarf, ja. Zu ihrem Mann, dem Ronald Birch, und kaufen einmal hier importierte Waren. So, und schon haben wir wieder ein paar schöne Kakaobohnen und können sie direkt wieder ins Auktionshaus einstellen. Ja, und das macht man am besten täglich, damit man genug Kakaobohnen immer hat und sie immer im Auktionshaus drin haben kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Daily Kochquests. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut einfach in meine Playlist Daily Quests rein. Da findet ihr Kochquests, Dailies und auch Angelquest Dailies in Unterstadt und auch in OG. Ganz viel Spaß dabei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!